Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wooster und wir spielen Path of Exile in der Herausforderungsliga 3.22 Trial of the Ancestor. Und ja, es ist wieder eine Woche vergangen. In der letzten Woche sind wir ja ein bisschen auf die Influenzen eingegangen und dann die verschiedenen, ja, Bosse, die da rauskommen und den Main-Boss, den man dann triggern kann. Also es ging hier, ich zeige es nochmal hier, um diese Influence-Karten. Das sind ja im Prinzip normale Maps mit einer Influence und in dieser Influence spawnt dann eine Boss-Mechanik. Je nachdem, ob wir den Sirius haben wollen, dann den Ältesten, den Elder oder den Shaper, je nachdem, können wir Maps laufen mit der jeweiligen Influence und dadurch können wir deren Bosse triggern. Und erst die Handlanger sitzen hier in diesen Bossen und die Handlanger geben uns dann Fragmente und es sind immer vier Maps, die zusammengehören und jede Map ist immer mit einem festen Fragment verknüpft. Und wenn wir alle Maps laufen oder alle Maps mindestens einmal laufen, bekommen wir alle vier verschiedenen Fragmente zusammen. Und das gibt es hier oben für Sirius. Hier unten haben wir den Elder. Hier haben wir den Shaper, also Ältesten und Shaper. Und wenn wir diese Portale laufen, haben wir dann eine Chance, ein Fragment zu droppen. Und das ist dann hier, entweder wenn wir Elder laufen, Shaper laufen, haben wir hier. Und hier, wenn wir Elder laufen, haben wir die Chance, eines von diesen zwei Fragmenten zu bekommen. Wenn wir das schaffen, das quasi zusammen zu farmen, dann haben wir hier in diesem Portal diese beiden Bosse zusammen in einer Boss-Arena, nennt sich dann Überelder. Ihr seht, ich habe nur einen Chart bis jetzt bekommen. Das ist natürlich ein bisschen luckabhängig, ob man das bekommt und wenn, welches man bekommt. Aber so ist es halt. Ich würde jetzt, nachdem wir ja in der letzten Folge hier diese Chart gesammelt haben, ihr habt es ja auch gesehen, ich hatte nicht alle Maps letztes Wochenende, um immer das komplette Set zu bekommen, aber es ist kein Problem. Wir können dann auch diese Charts kaufen. Und ich habe hier diesen Chart gekauft. Die restlichen habe ich mir freigespielt oder habe ich selber bekommen. Ich habe auch noch Maps. Also falls ja irgendwas nicht funktioniert, dann könnten wir hier versuchen nachzufarmen. Das ist ja jederzeit möglich. In diesem Video geht es jetzt hier darum, dass wir hier uns diese vier oder diese drei Bosse anschauen. Dann schauen wir mal, wie weit wir von der Zeit schon fortgeschritten sind. Am Ende habe ich dann vielleicht noch einen kleinen, ja, Handelstrick für euch. Genau das. Das würde ich erstmal. Ich würde hier anfangen und zwar, das sind zwar die älteren, aber das ist hier der letzte größere Boss-Sachen, die reingekommen sind. Mit Atlas of Calandra. Das war ja die letzte große Erweiterung, wo da Sirius kam und Maven. Maven ist ja, wenn wir hier 10 Splitter sammeln, dann können wir ihre Arena, ihren Bosskampf triggern. Dafür habe ich mich gar nicht spezialisiert diese Season. Und das ist hier die vier alten Eroberer. Es gab ja immer 4 und später dann 8, aber es gab immer 4 Sektoren auf dem Atlas. Und jeder Sektor hat dann einen von diesen Handlangern, Unterbossen, beherrscht. Und wir mussten dann die Sachen hier freispielen und uns hier diese Fragmente holen. Und dann, wenn wir, es gab dann immer verschiedene Arten, das freizuschalten. Aber wenn man dann alles hatte, konnte man das ganze Portal öffnen und damit konnte man dann zum Bosskampf machen. Das, was ich jetzt erklärt habe, die Sachen holen, das haben wir im letzten Wochenupdate gesehen. In diesem Update geht es jetzt nur darum, hier diese Bosse zu triggern. Ich habe das jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Ich würde jetzt hier mit Sirius beginnen. Das heißt, wir brauchen hier die 4 Charts
Und ich würde bei Sirius, das ist ja sehr auffällig, sage ich mal, er macht dann später so corrupted, also korrumpierte Blutstacks. Und je mehr Stacks wir haben, umso schneller verbluten wir. Und wenn wir uns bewegen, verbluten wir noch schneller und wir sterben einfach relativ und sehr schnell. Deswegen würde ich euch empfehlen, für diesen Bossfight. Und zwar habe ich auch einen Joule hier oben. Und ihr seht, wichtig ist der zweite Implizit, der draufsteht. Ihr könnt nicht von verderbtem Blut betroffen werden. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, auf ein Juwel das drauf zu bekommen. Ansonsten, ich mache das gerne so, wenn ich hier meine festen Juwelen habe, die ich habe. Und ich habe jetzt nicht diesen Corrupted Blood drauf. Dann kaufe ich mir einfach irgendwo im Handel, wenn es nur um diesen Mod geht, einfach einen Gem. Die anderen Werte sind mir egal. Natürlich schaue ich dann, ob das so halbwegs gut ist für mein Bild. Die Kreaturen, Resi nehme ich natürlich gerne mit. Lifeback nehme ich natürlich mit. Ich glaube, der hat gekostet, lass mich lügen, vielleicht 1 bis 5 Chaos. Also wirklich sehr billig. Dafür ist es halt nicht perfekt. Mir ging es nur um diesen einen Mod drauf, um ja verderbten Blutes. Wenn ihr dann natürlich entweder ihr könnt es selber korrupten oder ihr kauft den. Ich habe den, glaube ich, gekauft dann mit diesem Mod natürlich drauf. Der andere ist natürlich nice to have. Die 2% physische Schadensminimierung, gerade für die Minions ist das noch geil. Und deswegen nice to have. Der hat, glaube ich, gekostet 100, 120 Chaos. Weil es sind schon gute Modifiers drauf für Kreaturen. Da war mir halt auch wichtig, wieder 10% Resi drauf zu bekommen. Erhöhte Ausweichen in Bewegung, ja, ist nicht so interessant. Und der andere, genau, ja, man sieht es ein bisschen schlechter. Hier sieht man es jetzt besser. Kreaturen regenerieren nochmal Leben. Wir gehen ja auf Lebensregeneration, deswegen ist das ganz gut. Es ist sicher nicht best in Slot. Gibt sicher geilere und krassere Möglichkeit noch, aber ihr könntet zum Beispiel auch das auf so einem Joule haben. Da geht es wirklich nur darum, diesen Mod mit, ihr könnt nicht von verderbtem Blut betroffen werden, haben, um einfach das, was der Sirius, der Bossfight triggert, das ein bisschen zu countern. Und ich mache das dann, wenn ich jetzt nicht einen festen Stein habe, nur für diesen Bosskampf nehme ich den Juwel in mein Passive rein. Und wenn ich ganz normalen anderen Content spiele, dann habe ich halt meinen normalen Joule wieder drin. Also das nur so als kleinen Tick, Trick für diesen Fight, wie man sich da besser präparen kann. Und um das Portal zu starten, müssen alle 4 Fragmente in den Kartenapparat. Und ihr müsst wirklich schauen, dass es hier alle 4 in der richtigen Ecke sind. Wenn das jetzt zum Beispiel hier ist, dann könnt ihr das nicht starten. Es geht wirklich nur, wenn das genauso ja, dargestellt ist. Und man sieht es ja auch ein bisschen an den Ecken, wo und welche Richtung das Fragment sein muss. Beim 4er-Slot ist ganz klar, der 5. bleibt dann immer frei. Ihr seht, wenn ich das woanders reingebe, dann geht das nicht. Es geht wirklich nur, wenn diese 4 Fragmente an der richtigen Stelle sind. Dann können wir diesen Kampf beschwören. Das machen wir jetzt mal. Wir bekommen jetzt ein Portal in eine neue Welt. Die können wir jetzt bereisen. Auge des Sturms. So, hier treffen wir Kirak, falls wir über die Story hinkommen. Hier ist dann Sirius. Das ist jetzt hier der Endboss-Fight. Und wir haben hier so eine Arena. Das ist, glaube ich, ein Teil der Kathedrale, wo auch Kitava drin ist, aber er hat das ja übernommen. Damals mit Maven. Storytechnisch, ja, und er labert uns jetzt, also er und Kirek sprechen. Und hier ist auch Zana gekommen. Die ist halt noch das Überbleibsel aus den anderen Sachen. Er hat jetzt Kirek getötet. Es liegen hier noch ein paar andere Leichen rum, aber hier ist noch Zana. Und er öffnet dann über seinen eigenen Kartenapparat
ja, 6 Portale in die, in seinen, in den Fight, in da, wo wir jetzt hinreisen, zu sagen ist, wenn wir hier drauf, wenn wir sterben, spawnen wir im Hideout und wir gehen über unser Hideout hier in, über dieses Portal kommen wir wieder rein. Das heißt, im Hideout werden die Portale immer weniger. Also wir haben 6 Versuche, den Boss zu legen. Hier, bei diesem Apparat, ist es so, das ist ein dauerhaftes. Da, das, da die Beschränkung ja schon in unserem Hideout ist, ist das hier egal. Hier können wir jedes Portal nehmen, was wir wollen. Das ist jetzt kein Unterschied. Wir kommen jetzt hier in die Bibliothek. Hier ist so ein kleines Ding von der vom Story, ist das die Bibliothek. Und da kommen wir wieder zurück nach Orivat. Und dort ist dann der Kampf. Wir gehen jetzt hier quasi zurück oder raus. Genau, Orivat, das ist die Stadt quasi, na, wo wir unsere Reise begonnen haben, wo wir auch unsere Reise enden. Und hier sehen wir jetzt so Stürme. Wenn wir in diese Stürme reinkommen, dann bekommen wir auch diese Corrupted Blood Stacks. Also versuchen immer da, ihr seht, wenn wir da zu nahe kommen, kriegen wir schon Schaden. Und es gibt immer so ein bisschen so einen kleinen Weg, wo man reinlaufen kann oder wo man durchlaufen kann. So, hier ist Zana, also muss hier irgendwo Sirius schon sein. Und zwar hier. Er schießt schon mit seinen Lasern auf uns. Genau, hier ist Sirius. Hier oben am Himmel sieht man ihn ein bisschen schwer am Anfang. Ja, ich glaube, ich sollte mich ein bisschen mehr auf den Fight konzentrieren als hier. Als und ihr seht es, jetzt haben wir ein Portal gewastet, relativ schnell sogar. Und hier werden die Portale nicht weniger, weil es unnötige, weil die Portale in unserem Hideout ja schon weniger werden. Der einzige Ding, was halt ein bisschen nervig ist in dem Kampf, wenn man stirbt, ist man ja wieder hier draußen und wir müssen uns wieder durch die Stürme einen Weg bahnen. Und ihr seht, die sind auch gerne mal versperrt durch andere Stürme. Und hier müssen wir schauen, welchen Weg wir finden oder finden können. Wir müssen uns hier echt durch. Wir warten mal, dass er da von seinem Ding runterkommt. So, ich nehme mal die Karte weg, dass die. Weil er macht dann immer so einen Krater, wo wir rauslaufen müssen. Und dann müssen wir. Gibt es immer nur einen Weg, den wir laufen können. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen schauen, wo und wie. Ja, immer aufpassen. Er macht, wenn er seinen Laserbeam macht, hier war der Krater, ne? Und da können wir immer nur an einer Stelle rauslaufen. Oh, und irgendwo war wieder so ein Wirbel. Und wenn wir eine Phase, jetzt haben wir es gerade kurz noch gesehen, wenn wir so eine Phase geschafft haben, dann spawnt er auch wieder so einen Wirbel und wir haben jetzt die Aufgabe, wenn der Wirbel oder der nächste Tornado gespawnt ist, diesen zu verschieben oder zu wandern lassen. So. Das heißt, immer wenn man hier sich in dem nähert, na, hier ist alles zu, hier geht's nicht. Einige. Also diese Stürme bewegen sich immer ein bisschen leicht, aber einige sind auch relativ fest. Aber diese Stürme, die hier im Zentrum sind, wenn wir uns, ihr seht, wenn wir hier laufen, dann ziehen die ein bisschen in unsere Richtung. Wir versuchen das dann so zu machen, dass die Stürme, der sich hier auch in der Mitte ausbreitet, dass wir den an die Seite ziehen oder bringen oder versuchen, dass er sich an die Seite setzt und so wird das Zentrum wieder frei und damit können wir wieder ran an den Boss. Jetzt hatte ich irgendwie einen Lag, weil ich bin rausgedasht und dann erst nicht gedasht und dann mitten in den Sturm rein.
Ja, es könnte sein, dass das, dass wir das nicht schaffen. Ah, nein. Erst müssen wir hier durch natürlich. Hier ist zum Beispiel ein Sturm, der sich bewegt. Wir warten, dass er sich wegbewegt, dass wir hier reinkommen. Ja, der schießt da oben rum. Ja, wir kommen echt nicht gut ran, weil hier oben war wieder ein Sturm. Jetzt sehen wir mal ein bisschen. Ja, ist nicht rausgekommen. Ja, es ist immer gefährlich, wenn er uns dann teleportiert und genau in das Zentrum dieses Kraters. Und ich dachte, ich bin schon draußen, aber ich bin nur an der am äußeren Rand gewesen. Ja, schaut nicht so geil aus. Der Fight. Aber wir versuchen. Das ist echt das Unangenehmste hier, sich einen Weg zu bahnen. Ja, momentan kommen wir hier gar nicht durch. Jetzt. Ja, man muss dann immer kurz warten, bis, ja. Bis quasi der Sturm verzieht. Einige bewegen sich nicht. Hier steht er. Ah, der nächste Tornado kommt. Ja, hier ist immer gut in der Phase Abstand zu lassen, weil er ja er mit seinem Laser, auch mit seinem komischen Beam, was er da hat, uns echt immer gut unter Druck setzen kann. Jetzt kommt er runter. Ja, das ist immer gut, ungut, wenn er hier uns in so eine Ecke reindrängt.
hier auch versuchen, aus dem Radius draußen zu bleiben. So, diesmal haben wir es geschafft, den Weg rauszu. Ihr seht jetzt, ne, je weiter man kommt, umso größer wird der Krater und zum Schluss sind es dann bis zu drei Ringe, die man durchlaufen muss, rauskommen muss, um aus dem Labyrinth quasi rauszukommen. Weil wenn man es nicht rechtzeitig schafft und er seinen Slam-Angriff macht, ist man fast immer One-Shot. Ja, wenn man sehr viel Leben hat, sehr viel Block und Dingschance, hat man die Chance, das auch irgendwie wegzutanken, aber ja, oft ist man, wenn man das nicht full equipped ist, ist man da oft One-Shot, ne? Auch wo ist, hier ist der Ausgang. Wir haben, ihr seht's, ne, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit als vorher, zum rauszukommen, aber wir müssen dort raus. Ja, ihr seht es, ne? Ja. Das ist sehr, sehr sehr unangenehm, der wandernde Laser. Und wenn er dann noch in seinem Ding reinschießt, so letztes Portal, wenn er dann mit seinem Laser, er kündigt zwar den Laserbeam an, ihr habt es gesehen, und ich habe mich dann ja versucht nach Norden in Richtung der Rotation des Beams wegzubewegen, aber ja. Ich konnte nicht weit genug weglaufen und dann hat er uns trotzdem noch erwischt. Und hier ist echt immer, ja, ihr seht es, ne, es ist gerade alles gesperrt. Hier muss man dann echt Geduld beweisen oder Geduld aufbringen und zu warten, bis der Weg frei wird. Weil sonst habt ihr keine Chance, da durchzukommen. Hier kommen wir gar nicht durch, ne? Ihr seht das. Ja, wir müssen warten. Da müsst ihr auf jeden Fall auch versuchen, nicht die Geduld zu verlieren. Weil wenn ihr einmal in diesen Tornado reinkommt, dann ist, ja, ihr seht, wir sind relativ schnell da. So viel Leben haben wir jetzt auch nicht. Ja, ich will halt nicht mit Half oder Viertel Life nur noch dann auf einmal vorm Boss stehen. Ja, es ist echt super unlucky, dass genau jetzt hier alles drin ist. Ich versuche halt, indem ich mich hier oben hin platziere, dass vielleicht einer der Stürme sich nach Norden bewegt. Weil ein bisschen, ja, ein klein bisschen lassen die sich beeinflussen. Da, wo man steht, dort versuchen die dann hinzuwandern, die Stürme. Und so schafft man das dann an einer Stelle, hier unten zum Beispiel, ja, dann den Platz zu schaffen, um durchzukommen. Oh, bitte, wo ist das Loch da? Oh, wir haben es sogar mit dem letzten Portal noch geschafft. Geil. Hätte ich jetzt nicht mehr geglaubt, aber natürlich nehme ich gerne hin oder nehme ich gerne mit. So, jetzt treffen wir wieder Sanna, aber ich glaube, mit ihr können wir nicht quatschen. Ja. Was mich halt irgendwie
irritiert, weil ich hatte nämlich schon Sirius in dieser Season besiegt und ich konnte trotzdem nicht die neue Stadt besuchen. Weil wir sind wieder Karakuri-Ufer. Und es gab irgendwie mal eine andere City noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und da konnten wir, oder da konnten man auch hin. Aber ja. Verdammt, 31. Ja, das ist ja doch. Sorry für die Unterbrechung. Aber ich war noch unterwegs vor der Aufnahme. Ich hatte noch die Dings eingekauft, die letzten Fragmente. Deswegen hatte ich dann vergessen, D&D einzuschalten. So, wir haben hier bekommen den Helm, der ist ganz nice. Die Handschuhe sind leider nicht wirklich was wert. Da schaue ich nochmal rein. Da habe ich sogar den Helm schon. Gibt ein paar ganz coole Builds, die den Helm verwenden. Pack den jetzt hier mal in meine Helmsammlung. Ja, die Handschuhe sind wurscht. Die sind halt eher shit. Okay, den Rest verkaufen wir. Ja, hätte ich jetzt zum Ende hin nicht gedacht, dass wir ihn dann doch noch schaffen zu legen. Ist natürlich nice to have. Bei Sirius gibt es halt Endgame-Boss, ne? Gibt es halt noch speziellen Loot. Diese speziellen Erweckten, also die verbesserten Gems und anderen Shit gibt es da auf jeden Fall. Und es gibt halt auch Strategien, wo man wirklich hingeht und einen Sirius nach den anderen, also wirklich die Endgame-Bosse, versucht zu klatschen. Und ihr seht, wir haben das jetzt hier aufgebraucht. Wir haben jetzt den Boss einmal gemacht. Jetzt machen wir das nächste Portal und ich würde hier den Ältesten machen. Weil den Ältesten könnten wir noch ganz gut schaffen. Hier beim Shaper könnte es, den hatte ich nämlich auch schon versucht, Off-Cam quasi zu machen. Und da bin ich dann aber leider gescheitert. Deswegen fehlte mir jetzt auch noch ein Fragment, aber gut, so ist es. So, dann schauen wir mal zum Ältesten. Wir bekommen ein neues Portal oder ein anderes Portal. Das ist auch eine andere Zone, in die wir gehen. Wir sind aber jetzt hier wieder in dieser Bibliothek, Observatorium etc. Und von hier kommen wir jetzt in die Boss-Arena. Er ist der Älteste. Er macht hier seine Tentakelangriffe. Ah, bin ich nicht mehr weggekommen. Okay, wir haben es noch geschafft zum Tanken. Okay, das haben wir nicht geschafft zum Tanken. Wenn wir ihn einmal, ich glaube, auf 25% runtergehauen haben, dann, ihr habt es gesehen, dann verwandelt sich auf einmal die Arena. Und zwar spawnt er jetzt hier in der Mitte und er beschwört jetzt hier seine Tentakelportale, wo Mobs rausspawnen und hier, ja, macht er halt Shit. Und er braucht jetzt eine gewisse Zeit lang, bis er das hier aktivieren kann am Rand. Ihr seht, er wandert an seine Position, wandert. In der Zeit werden hier weitere, ja, Tentakelportale gespawnt. Monsters kommen da raus. Und das ist jetzt so die zweite Phase vom Bossfight. In der Zeit ist er selber nicht angreifbar. Also er selber nimmt jetzt keinen Schaden. Und die ersten zwei haben wir jetzt schon. Ich glaube, er macht das auf alle vier Richtungen. So, hier die letzte Phase. In dieser Phase. Es werden, glaube ich, auch immer schneller oder mehr und immer schnellere Portale, hier diese Tentakelportale, nachgespawnt. Aber dafür, ihr seht, dafür machen wir genug Damage, dass wir die relativ schnell hier wegbekommen. Und jetzt ist hier das aufgemacht. Dann
ist er wieder angreifbar. Und jetzt ist er eigentlich tot. Jetzt kommt Zana. Hier, in, sobald Zana erscheint, zu Zana hinlaufen. Sie spawnt dann so ein großes Schild. Alles, was im Schild ist, überlebt. Alles, was außerhalb ist, stirbt. Und so stirbt dann Elder, oder der Älteste. Und wir überleben. Wenn wir außerhalb stehen, sterben wir auch. Es gibt hier normalen Stuff, also normale Items mit der Influence. Es gibt den Stab, der ist okay. Der Gürtel ist okay. Ist jetzt nicht best in Slot. Es ist halt Boss-Loot. Deswegen ist die Bosse abfarmen, reingehen und da kriegt man dann halt den Boss-Stuff, wenn man so möchte. Das brauchen wir uns eh nicht anschauen. Das ist hier, das sind einfach diese Items mit dieser Influence. Ich glaube, habe ich beides noch nicht. Genau. Gürtel, ich heb das einfach auf, das verschwindet, ja, große Truhe verschwindet dann einfach in der Kiste. So, und zack, Elder, wie ihr seht, Elder habe ich schon mal besiegt, deswegen hatte ich den anderen, zufällig habe ich jetzt den anderen Splitter bekommen. Und jetzt gehen wir zu Shepa. Shepa hat mich echt ein bisschen fertig gemacht, da war ich jetzt schon, glaube ich, ein oder zweimal und habe es dann nicht geschafft. Mal schauen, ob ich es heute schaffe. Ich versuche mich ein bisschen weniger zu labern. Wieder aufpassen, dass ihr die richtigen Plot, die richtigen Fragmente reingibt. Dann starten wir das Ganze. Dann kommen wir in die Arena des Schöpfers. In dieser Arena gibt es erstmal, ja, hier ist wieder Zana. Sie war halt früher relevant. Vielleicht kommt sie zur neuen Expansion zurück. Und hier sehen Sie, ne, hier gibt es vier Wege und hier in der Mitte ist auch irgendwie ein Atlas, der aber irgendwie nicht funktioniert. Und hier ist es so, wir müssen diese vier Arme besuchen. In diesen, oder am Ende dieses Armes finden wir hier immer so ein Portal. Wenn wir da reingehen, treffen wir einen Boss aus einer Map. Das kann... das ist immer absolut random, welcher Boss kommt. Und auch da gibt es bessere Bosse und weniger gute Bosse. Und jedes Mal, wenn ihr hierher kommt, wird, oder in diese Arena, wird jedes Mal neu gewürfelt, welche vier Bosse ihr besiegen müsst. Und es sind nie immer die gleichen. Es sind gerne mal Bosse, die sich doppeln oder so, wo einfach zweimal das gleiche oder der gleiche mit dabei ist. Aber im Prinzip kann man sagen, jedes Mal wird das neu gewürfelt. Ihr habt immer vier Map-Bosse, die ein bisschen stärker sind, aber die ihr erstmal besiegen müsst, weil das storytechnisch gesehen bewachen die quasi den Eingang zum Shaper nochmal. Die Axt ist mir egal. Die bewachen quasi den Eingang zum Shaper. Und erst wenn die vier Bosse erledigt sind, dann werden wir gleich sehen, was dann passiert. So, letzter Boss. So. So, und jetzt haben wir alle vier Bosse erledigt. Jetzt können wir hier nochmal mit Zana quatschen. Und sie hat jetzt... Oder jetzt ist der Atlas oder der Kartenapparat quasi repariert. Wie auch das sehen möchtet. Aber jetzt funktioniert das Teil. Ihr seht es. Und es wird ein Portal gemacht. Und wenn wir in dieses Portal reinkommen, dann sind wir direkt in der Boss-Arena. Und beim ersten Mal, wenn wir die Arena betreten, passiert noch nicht gleich was. Weil dann ist ein bisschen Lore. Ja, also der Boss und Zana quatschen ein bisschen. Und es dauert dann ein bisschen, bis... es losgeht. So, wir gehen mal hier rein. Hier ist die Arena, die Boss-Arena. So, jetzt hier die zwei quatschen. Und Zana kommt zu gewissen Phasen, kommt Zana wieder und macht hier wieder dieses rote Schutzschild, was sie hat. Wenn sie erscheint, müssen wir wieder in ihr Schutzschild fliehen, weil sonst würden wir, ja, zerstören.
zerstört werden. Der macht dann, der Shaper macht dann so einen, ja, so ein, solche Balls, so Shaper Balls, die dann durch die Arena fliegen und die machen so viel Schaden, dass du das eigentlich nicht überleben kannst. Deswegen musst du dann zu Zana, ja, zu langsam reagiert, musst du dann zu Zana in diese Bubble, um sich dort zu schützen gegen diese, ja, diese Shaper Balls, die dann durch die Arena fliegen. So, zack. Ah, okay. Wir haben die erste Phase geschafft vom Boss. Die erste Phase beinhaltet, dass man wegteleportiert wird. Man wird dann hier in so ein Gebiet rein teleportiert. Und hier ist es zu sagen, je schneller ihr durch das Gebiet durchkommt, umso besser. Weil in der Zeit, wie ihr jetzt nicht in der Boss-Arena seid, regeneriert der Shaper Leben. Und je schneller ihr hier durch seid, umso weniger Leben kann er regenerieren. Umso leichter, unter Anführungszeichen, wird dann der Bosskampf. Aber da das hier immer ein Labyrinth ist und wer PoE kennt, auch das ist immer random, also Zufalls, ja, den Zufall unterlegen, wie die Map aufgebaut ist. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ich muss immer nach rechts oben oder nach links oben laufen, sondern ihr müsst echt die Map laufen, ablaufen und dann versuchen, bis zum Ende der Map zu kommen. Und ich würde dann euch auch sagen, macht's lieber ein bisschen langsamer, cleart die Map, dass ihr nicht zu viel nachzieht an Monster. Ob der jetzt ein paar Prozent mehr Leben oder weniger hat, ja, ist es nicht ideal, aber es ist okay. Ganz oben trefft ihr auf einen kleinen Mini-Boss. Ihr habt es gesehen, wenn dieser Boss fällt, erst dann spawnt er das Portal, und wenn das Portal gespawnt ist, dann ist die Lebensregeneration auch vom Shaper blockiert. Dann könnt ihr hier rein, dann kommen wir hier wieder in die Arena. Es gibt wieder ein bisschen Lore. Also er quatscht mit Zana. So, und jetzt müssen wir nur aufpassen. Er macht hier seinen, ja, er macht seinen, entweder er macht seinen Laserbeam oder er macht seinen, so, hier ist Zana erschienen. Das heißt, wir müssen jetzt uns hier verstecken. Ihr seht, na, das sind die, ja, ich weiß gar nicht, wie die Dings heißt. Aber ihr seht, ihr habt da keine Chance. War ich zu langsam zum Wegdashen, aber ihr habt da keine Chance in der Arena außerhalb dieser Bubble von der Zana zu überleben. Deswegen da reinflüchten, sobald das aufhört, versuchen wegzudashen, weil meistens macht er dann den Beam. Und was auch ist, er spawnt hier solche Lightnings, diese versuche ich immer auf den Rand der Map zu ziehen, dass die hier am Rand sind, weil wenn die hier in der Mitte sind, wo die Zana dann auch später steht und uns beschützen will, und wir aber dann in diesen Flächen stehen, dann bekommen wir hier Schaden. Ihr seht das, wie viel Schaden wir bekommen. Wir müssen relativ lange in diesen Flächen stehen. Deswegen ist meine Empfehlung, versucht diese Sachen rauszuziehen. Ja, das wollte ich vermeiden, dass das da innen liegt, genau dort an der Stelle, wo sie steht. Deswegen ist es manchmal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unfair, aber manchmal ein bisschen unlucky. Wenn wir haben es gesehen, wir mussten in Zana rein. Und der Lightning Ball ist aber schon geflogen und ich wollte den aber irgendwie raus haben aus der Area. Das Einzige, wie wir diese Sachen resetten können, ist, wenn wir... der hat mich noch erwischt an der Stelle, okay. Das Einzige, wo wir diesen Lightning quasi zurücksetzen können, diese Lightning Balls, die Areas, die am Boden sind, wenn er uns wegteleportiert. Er teleportiert uns, glaube ich, noch einmal weg. Und wenn wir dann neu in seine Arena spawnen, dann sind diese Areas of Effect weg. Und
Ja, okay, genau. Er hat uns jetzt wegteleportiert. Jetzt ist es wieder das gleiche Spiel. Wir versuchen so schnell wie möglich ja, den Ausgang der Map quasi zu finden. Es könnte sein, dass wir hier wieder zurücklaufen. Laufen wir mal hier rüber. So, mal schauen, wo er ist. Irgendwo muss er jetzt hier sein, das Alien. Ja, es schaut. Ja, ich dachte, es wäre schon hier, aber. Ja, hier ist er. So, wenn der down ist, geht das Portal erst auf. Und wenn wir jetzt hier zurück in die Arena kommen, ihr seht es. Jetzt sind diese Lightnings nicht mehr da. Das ist die einzige Chance, wenn ihr so wollt, dass ihr diese Lightnings zurücksetzt. Diese Lightning Area Balls auf dem Boden, die Ground-Effekte. Und versucht es echt, wenn so ein Lightning auf einem unterwegs ist, versucht es die an den Rand zu ziehen. Nice. Wie ihr seht, ne, ich habe den noch nicht geschafft, deswegen haben wir jetzt hier sogar noch den einen Slot frei bekommen. Den. Wo ist ein Bluttempel? Irgendwo hier in der Mitte, ne? Ja, hier. Genau, das ist ja auch eine Sache, wenn ihr Endgame-Mechaniken macht. Hier war zum Beispiel besiegt Shaper. Wenn wir Shaper besuchen, können wir hier mehr Slots freischalten. Wir könnten noch über Elder machen, die Seherin, also Maven, und das ist, glaube ich, über, ja, über Maven. Diese Sachen habe ich jetzt noch gar nicht geforst, aber wir haben das geschafft. Wir bekommen dann, glaube ich, sogar noch ein bisschen Lore mit, das hatte ich jetzt, glaube ich, weggeklickt. Ja, dadurch, dass Xana jetzt gerade für Spiele nicht wirklich relevant ist, hat die jetzt auch nicht viel zu sagen. Ist aber okay. Genau, diese Sachen packe ich jetzt noch hier hinten rein. Einfach damit das jetzt weg ist. Das sind die Shaper-Handschuhe. Die sind sogar ganz nice. Habe ich nicht, genau. Wo waren sie? Hier, genau. Genau, die sind auch ganz nice, wenn man auch so Builds spielt, die auf Attribut-Stacking gehen, also Geschicklichkeit-Stacken, Stärke-Stacken, je nachdem, kann man dann auch natürlich darüber seine Intelligenz, also ausweichen und so. Es sind ganz nice Handschuhe, sind jetzt nicht ultra wertvoll. Ich glaube, die kriegst du relativ schnell, sogar in der ersten Woche schon für unter 5 Chaos oder 10 Chaos. Also ist jetzt nicht der Ultra-Burner, aber ja. Es sind Handschuhe, die auch relativ oft verwendet werden oder relativ oft in Builds drin sind. So, den Gürtel brauche ich nicht. Und jetzt sehen wir hier, haben wir diesen Chart bekommen. Was ich euch noch zeigen wollte, was ich als letzte Woche euch nur kurz angeteasert habe, weil ich nicht die richtigen Items habe. Ihr seht, ich sammle hier auch die ganzen Shaper-Influenzen und Elder-Influenzen. Ich hatte jetzt hier sogar, weil hier so viel schon rumliegt, ja, seht's, ne? Ich habe hier schon ausgelagert. Und es ist so, wenn ihr... Also, ihr könnt natürlich reinschauen in die Items und wenn da was Geiles dabei ist, wenn es ein guter Item-Base ist, würde ich wahrscheinlich reinschauen und würde ich dann, vielleicht hat man einen guten Dings getroffen oder wahrscheinlich dann eher das Item mit dieser Item-Base verkaufen, bringt wahrscheinlich auch was. Ansonsten ist das zum Craften ganz gut und es gibt auch noch ein Händlerrezept, das ist so der
der kleine Bonustrick, den ich euch noch zeigen möchte. Ich habe das jetzt hier vorbereitet. Und das Händlerrezept kennt ihr ja. Das ist ja, wenn wir ein Ausrüstungsteil oder ein Ausrüstungsset, ein komplettes Set dem Händler verkaufen. Ich mache das mal mit hier. Also das heißt, wir brauchen zwei Waffen. Wir brauchen eine Rüstung, einmal Schuhe, Handschuhe, Helm. Dann brauchen wir einen Gürtel, zwei Ringe und ein Amulett. Das ist genau das, was hier auch ist, ne? Zwei Waffen, das kann zwei Waffen sein, eine Waffe und ein Schild sein. Das können, ist eine Brustrüstung, Helm, Handschuhe, Schuhe, Gürtel, zwei Ringe, ein Amulett. Wenn wir das unidentifiziert verkaufen, dann bekommen wir ab Item Level, also Item Level ist Gegenstandsstufe, ab 75 bekommen wir dafür zwei hoheitliche Sphären. Wenn wir das von 65 bis 75 Item Level verkaufen, bekommen wir zwei Chaos dafür. Ist das alles identifiziert, also bekannt, bekommt man nur die Hälfte, also 50% weniger. Das heißt, ein Chaos oder zwei oder eine hoheitliche Sphäre. Man kann sagen, es hängt immer ein bisschen darauf an, wie viel gerade gecraftet wird und wie weit in der fortgeschritten der Season ist. Am Anfang ist Chaos und die Sphären ungefähr 1:1. Und das ändert sich dann später hin. Bekommst du für, sagen wir, für 400 hoheitliche Sphären, bekommst du vielleicht 300 Chaos. Ne? Also der Wert von diesen Dingern wird dann mit der Zeit ein bisschen weniger. Das ist hier diese Ressource und das sind die Chaos. Und das gleiche Rezept gibt es noch für das hier. Wir haben, ich mache das mal so, dass man das gut sieht. Wir haben wieder unsere Brustrüstung, unseren Helm, unsere Handschuhe, Schuhe. Wir haben einen Gürtel, wir haben einen Ring, wir haben noch einen Ring, ein Amulett. Und jetzt, damit ihr das seht, dass es auch wirklich egal ist, nehme ich das mal mit. Und zwar, wenn wir hier zum Händler gehen, wir haben den Helm, Brustrüstung und Boots, Gürtel, die zwei Ringe und das Amulett. Und jetzt ist entweder, ja, das ist bei dem anderen Rezept genauso. Wir haben eine Zweihandwaffe, dann seht ihr schon, bekommen wir vier erhabene Sphären. Oder wir haben eine Einhandwaffe und ein Schild. Oder wir haben zwei Einhandwaffen. Das geht natürlich auch. Ich habe das jetzt hier so genommen, weil das sind zwei große Slots. Dann habe ich hier zwei große Slots, die ich jetzt verkaufe. Oh ja, das Schild brauche ich nicht, genau. Ein Schild wäre extra. Und so bekommt ihr vier von diesen erhabenen Sphären. Es wurden ja vor zwei, drei Seasons, ich glaube vor drei Seasons ist es jetzt schon her, wurden ja die erhabenen Sphären genervt, wenn man so möchte, wurden ja mit den Divines gewechselt. Und deswegen ist dieses Rezept nicht mehr ganz so stark. Das war auf jeden Fall vor drei, vier Seasons deutlich noch attraktiver, dieses Rezept umzuwandeln, weil vier Scherben und wir brauchen 20 für ein, ja, für ein Exalted Orbs. Ich tausche das mal. Oh, das hatte ich sogar noch gar nicht das Rezept gemacht, diese Season. Weil, ja, wie gesagt, ich hatte das jetzt nur vorbereitet, indem ich das hier sammle, aber noch nicht eingelöst. Und ich dachte, aber das hatte ich dann noch nicht. Okay, gut. Auf jeden Fall ist es ein Händlerrezept und das sind diese erhabene Sphären. Damit, wenn wir 20 Stück haben, bekommen wir ein Exalted. Früher war ja ein Exalted genauso viel wert wie heute ein Divine. Und ein Divine war früher wert so viel wie heute ein Exalt. Also die zwei haben ja getauscht von der Wertigkeit. Und ja, es ist, glaube ich, aktuell so, dass 220 Chaos Orbs ein Divine ist. Und wenn wir hier, früher waren das ja die Exalted, früher war das natürlich ein bisschen weniger wert, weil es halt öfters Exalted gab. Aber wenn wir hier quasi mit sechs Rezepten quasi ein Exalt bekommen, war das halt früher stärker. Heute ist das leider nicht mehr so stark. Aber ich wollte euch das mal nochmal zeigen, das Händlerrezept. Das gibt es immer noch. Händlerrezepte sind halt wie immer bei jedem Händler möglich. Es ist egal, ob ihr in der Stadt seid, ob ihr irgendeinen Händler hier in eurem Hideout habt. Ihr könnt es auch ihm verkaufen. Er würde das genauso anbieten.
Das ist halt so cool, dass es egal ist, wem ihr das verkauft. Die Händlerrezepte sind gleich. Das ist noch so das kleine Giveaway am Ende der Folge, dass wenn ihr ein Set gesammelt habt und das zählt dann jeweils für Shaper oder Elder, also ihr könnt es dann nicht das mischen und sagen, das sind zwei Waffen, sondern das ist einmal Elder und das ist einmal Shaper. Also ihr müsst schon von ein und demselben Ding sein. Von der einen und derselben Fraktion. Und man kann, möchte ich auch noch erwähnen, wenn ihr zum Beispiel schon alles habt, bis auf einen Ring oder bis auf einen Gürtel oder so, dann schaut in den Handel. Ihr könnt ja im Items mit Influencen kaufen. Kauft dann einen unidentifizierten Gürtel oder Ring. Schmuck kostet immer ein bisschen mehr, so 5 bis 10 Chaos. Die anderen Items, so Boots und so, kosten dann ein paar Chaos, 4, 5 Chaos. Kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie weit fortgeschritten. Es zahlt sich nicht aus, das kann ich euch auch sagen. Wenn ihr hergeht, ein komplettes Set für, keine Ahnung, 50 Chaos zu kaufen, zahlt sich das nicht aus, dafür diese Exalted Orbs zu bekommen, weil ein Exalted ist ungefähr, so, es hängt immer ein bisschen ab, aber so ungefähr um die 20 bis 25 Chaos. Das heißt, wenn ihr genug von diesen Items habt und ihr müsst mal einen Ring oder so nachkaufen, dann, und ihr wollt nicht mehr warten, dann macht das, mal ein Item nachkaufen, aber in Masse würde ich das euch nicht empfehlen, nachzukaufen. Dann kauft oder dann macht lieber diese Maps mit diesen Influencern, dann bekommt ihr wieder neue Items, ihr bekommt ja nicht nur die Items, ihr bekommt ja dann auch diese Fragmente und mit diesen Fragmenten könnt ihr dann wieder die Bosse droppen, wo wieder diese Influencern droppen und wenn ihr genug davon farmt, abfarmt Map, bekommt ihr, ihr seht, wir haben jetzt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, jetzt nicht ultra viel, aber ich hatte schon einmal gespielt, dass ich alle Fragmente einmal zusammen hatte, alle Portale, habe ihn dann alle Portale mal gelaufen. Ihr seht, ich habe hier schon viel, ich habe hier auch schon wieder den halben, einen halben Tab voll mit Items. Man könnte schauen, ob man vielleicht das hinbekommt, nochmal so einen Shaper zu machen. Ja, ich hätte, am wichtigsten ist immer, ob man genug Schmuck hat, weil ich habe, glaube ich, kein Amulett. Aber ich hätte zwei Ringe. Das heißt, man könnte für 10 Chaos, ich sehe jetzt meine Vermutung, ohne dass ich nachgeschaut habe, auch für 10 Chaos ein Ding kaufen, ein Amulett. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, lassen wir mal dahingestellt. Wir haben eine Waffe, wir haben eine Brustrüstung, haben wir auch, wir haben einen Helm, hätten wir... Boots hätten wir, haben wir Handschuhe. Handschuhe haben wir nicht vom Stäber. Ja, dann würde ich lieber noch warten, bis man auch Handschuhe hat. Vielleicht hat man dann in der Zeit auch noch das Glück, dass man vielleicht noch irgendwie ein Amulett oder so droppt. Dann bräuchte man das auch nicht einkaufen. Also wenn ihr zwei Items schon fehlen, würde ich euch das jetzt nicht empfehlen, irgendein Item nachzukaufen. Dann wartet es lieber noch ein bisschen. Mir ist schon klar, wenn man eine große Kiste hat, wo man viel weglagern kann, dann kann man natürlich viel leichter warten oder ja einfach hoffen, dass es dann irgendwie voll ist oder dass man sein Set voll bekommt. Aber dadurch, dass das ja die Exalted ja auch nicht mehr so wertvoll sind, wie sie mal waren, sondern jetzt ja nur noch so 20 Chaos so im Schnitt, würde ich jetzt sagen, manchmal mehr, manchmal weniger, würde ich auf dieses Händlerrezept mit diesen Shaper-Influenzen jetzt nicht meine komplette Strategie ausbauen. Wenn ihr genug Platz habt, so wie ich aktuell, dann lagert das einfach weg. Ich lagere ja auch das nur einfach weg. Und wenn es ausgeht, dass ich etwas umtauschen kann, dann mache ich das. Dann ist auch der Reward ganz nett. Nimmt man natürlich gerne mit. Ansonsten würde ich das nicht machen. Dann zahlt sich mehr aus, sammelt in 2-3 Tabs hier diese normalen Items ohne Influenz. Wenn ihr die bekommt, ihr ja wirklich wie Sand am Meer, da könnt ihr relativ schnell und viel immer umtauschen.
So bekommt ihr gerade am Anfang, wenn man noch nicht so reinkommt, wie kann ich Geld machen, wie kann ich gut craften, an meine ersten Chaos kommen. Das Chaos-Rezept ist gerade für den Start immer sehr nice. Ich mache das sogar immer relativ lang, je nachdem, wie motiviert ich bin. Manchmal bin ich weniger motiviert in einer Season, dann gebe ich das relativ schnell auf. So wie in dieser Season macht mir eigentlich noch Spaß, hier und da Items mitzunehmen. Deswegen, ich sammle hier und da noch die Items. Ihr seht, die Tabs sind wieder relativ voll. Das heißt, ich werde dann die Tage mal wieder Sachen verkaufen. Genau, das ist so meine Herangehensweise. Aber das ist der kleine Tipp. Wenn ihr Platz habt, sammelt diese Items mit dieser Influence. Wenn ihr ein komplettes Set habt vom jeweiligen Boss, entweder Shaper oder Elder, zum Händler gehen, ein Set verkaufen. Ich würde euch dann immer empfehlen, unidentifiziert. Dann bekommt ihr 4 Shards. Wenn ihr neugierig seid, wissen wollt, was die Items können oder haben für Werte, dann identifiziert sie es. Dann bekommt sie aber beim Händler nur noch 50%, also nicht 4 Shards, sondern 2 Shards. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ja, ihr konntet jetzt ein bisschen was mitnehmen. Wir hatten sogar das Glück, dass wir echt auf den letzten Drücker den Sirius noch geschafft haben. Den Schöpfer, ja, da ich ja schon mal gescheitert bin in dieser Season dran, wusste ich jetzt nicht, wie stark wir sind. Das ist ja auch schon ein paar Wochen jetzt her, wie ich das letzte Mal versucht habe. Wir haben uns ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Haben wir jetzt dann doch gut geschafft. Den Elder dachte ich mir schon, dass wir ihn schaffen. Nur die erste Phase ein bisschen nervig, wenn er da so sich so oft wegteleportiert. Danach geht's eigentlich. Ja. Aber das sind so mal Bossfights, auf was ihr auch hinarbeiten könnt in Path of Exile, wenn ihr nicht irgendwelche Liga-Mechaniken spielen wollt, wenn ihr nicht in die Delph wollt, wenn ihr nicht Delirium, was auch immer ihr farmen wollt, dann habt ihr natürlich hier auch noch die Möglichkeit, diese Endgame-Bosse zu farmen. Ich möchte auch nochmal erwähnen, ihr könnt natürlich auch diese Endgame-Bosse hier oben dann pushen. Hier haben wir den Eroberer, hier oben haben wir einen Synthesis. Wir haben hier auf jeden Fall noch die anderen Sachen. Hier oben ist, glaube ich, genau, hier ist der Schöpfer und der Älteste, also Elder und Shaper. Es gibt dann hier unten noch Maven. Das ist, glaube ich, hier Maven, ne? Ja, genau, Seherin. Maven ist die Seherin. Also ihr könnt dann auch noch diese Sachen über den Atlas pushen. Da ich das jetzt nicht gemacht habe und wenn ich das machen würde, will ich mich voll fokussen drauf, dann würde ich meinen Atlas-Tree auf jeden Fall umbauen. Wenn ich das wirklich mehr als nur ein-, zweimal abfarmen möchte. Weil, ja, ihr seht es, ne? Ihr könnt hier auf jeden Fall noch mehr rausholen. Auch mit diesen Influence-Items, dass ihr mehr von diesen Influence-Maps zurückbekommt. Also ihr könnt da echt noch pushen und da mehr rausholen. Mir ging es jetzt nur mal darum, letzte Woche ging es darum, wie bekommen wir diese Fragmente und von wo bekommen wir diese. Und in dieser Woche ging es jetzt darum, welche Endgame-Bosse verstecken sich hinter diesem Portal und wie können wir diese besiegen mit so einem kleinen Guide, was ich so während des Bossfights sagen kann, wo man ein bisschen drauf achten sollte, damit man vielleicht nicht in jede AOE oder Attack reinrennt. Auch mir gelingt das nicht immer. Ich werde da auch hier und da ganz gut getroffen. Wir haben auch relativ wenig Leben. Normalerweise sagt man so, die Bossfights, oder es war früher so, zumindest immer, dass man sagt, okay, mindestens 6.500 bis 7.000 Leben. Und dann kann man sich den Bossen stellen. Das hat sich in den letzten Seasons ein bisschen gewandelt. Zudem, man hat viel weniger Leben. Dafür geht man entweder auf Ausweichen, also Evasion, oder man geht auf Blockchance. Wir sind jetzt hier auf Blockchance und Rüstung gegangen in diesem Bild. Und mit diesen anderen Mechaniken, mit diesen Blockchance oder Ausweichen, versucht man das geringere Leben, was man hat aktuell, bisschen auszugleichen und so, ja, entweder alles zu blocken, auszuweichen etc., um
quasi dem geringeren Leben, was man aktuell hat. Weil viele Builds haben keine 5000 Leben, eher 4000, 4500. Und diese, und da versucht man halt eher dann mit diesen Blockshanks, also dass ich alles wegblocke oder ausweiche oder eine Kombination aus diesen Sachen, dann diese Bossfights zu machen. Aber das war früher so die Herangehensweise, sagt man, ab 6500, dann kann man die ersten Sachen bei den Bossen wegtanken. Und natürlich Open End, ich hatte auch schon Builds mit 8.000-9.000 Leben. Auch das war noch nicht Max-Leben. Ich habe schon Builds gesehen mit 12.000, 15.000 Energieschild. Das sind aber dann Builds, da hast du echt mehrere Miros investiert, damit du so einen Charakter hast. Also das ist auch krass, ne? Aber gut, das nur dazu. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Servus.